CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Tagen zum Jahreswechsel haben wieder viele Menschen in unserem Land gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Das gilt auch für uns, nämlich am Vorsatz der NATO festzuhalten, die Verteidigungsausgaben bis 2024 schrittweise bis zur Zielmarke 2% des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Wenn wir der Fraktion Die Linke folgen, machen wir genau das nicht. Und das ist schlecht, meine Damen und Herren. Dem Kollegen Pflüger sage ich Ihnen, ja, Ihr Antrag ist kurz und knapp, aber er ist leider inhaltlich zu kurz gesprungen. Es geht nämlich nicht um mehr Geld für Rüstung, sondern um mehr Geld für Sicherheit. Und dem Kollegen Lindner sage ich, es geht nicht um einen Pappkameraden, sondern um eine Zielmarke, und dabei soll es bleiben. Meine Damen und Herren, die Vereinbarung von Wales im September 2014, übrigens im Konsens aller NATO-Mitgliedstaaten, mitgetragen auch, lieber Kollege Hitschler, von unserem heutigen Bundespräsidenten und damaligen Außenminister Steinmeier, hat damals genauso Sinn gemacht wie heute. Der Beschluss dient unserer Sicherheit in einer instabiler gewordenen Welt. Der Grund für den damaligen NATO-Beschluss lag doch in der geostrategischen Veränderung im Umfeld der NATO. Ich denke an die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Und für die Linke buchstabiere ich es nochmal: völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und den andauernden Konflikt im Osten der Ukraine. So erklärt sich auch die Bereitschaft aller NATO-Staaten. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, möchte ich nicht. Ich sehe gerade, der Kollege Neu meldet sich. Wir haben schon so oft darüber diskutiert. Hören Sie einfach zu, dann verstehen Sie es. So erklärt sich auch die Bereitschaft aller NATO-Staaten, die Verteidigungsausgaben generell zu erhöhen. Wir alle wissen, das hat nicht originär etwas mit US-Präsident Donald Trump zu tun, der das nur, wie wir ihn halt kennen und wie es seine Art ist, das ein bisschen unfreundlicher und direkter formuliert. Gefordert wird es schon lange, seit 2002. US-Präsident Barack Obama hat es getan und viele andere hochrangige US-Politiker. Und wenn wir in uns hineinhorchen, dann haben Sie doch alle auch nicht ganz Unrecht. Denn in einer Gemeinschaft, von der Henning Otte zu Recht gesprochen hat, das ist doch die NATO, müssen wir nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, Lasten und Bürden gerecht miteinander teilen. Herr Neu kennt diese Diskussion aus vielen Diskussionen in der Parlamentarischen Versammlung, gell? In einer immer fragiler werdenden Welt ist Sicherheit natürlich nicht zum Nulltarif zu bekommen. Entscheidend ist für mich dabei auch, die Bündnis- und Landesverteidigung zu stärken. Den Linken rufe ich zu, lösen Sie sich von Ihren ideologischen Scheuklappen und erkennen Sie, dass Verteidigungsfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft in einem Bündnis die Voraussetzung dafür ist, dass man sich auf uns verlassen kann. Das ist wichtig. Hinzu kommt, dass wir gut beraten sind, als Europäer mehr in unsere eigene Sicherheit zu investieren. PESCO ist genannt worden, zur Erklärung, die permanente strukturierte Zusammenarbeit in Europa. Zugleich auch zur Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Dazu brauchen wir eine Bundeswehr mit modernster Ausrüstung. Mit dem Stopp der Trendwende durch unsere Bundesverteidigungsministerin ist hier ein wichtiger Schritt getan worden. Jetzt heißt es, diese Trendwende zu verstetigen mit einer planbaren Steigerung der Haushaltsmittel. Das sind wir unseren Soldatinnen und Soldaten schuldig. Wer über das 2%-Ziel der NATO spricht, muss den Menschen aber auch deutlich machen, dass das nicht von heute auf morgen geschehen soll, sondern eben bis 2024. Unsere Politik, und das ist auch wichtig zu betonen, ist immer auch mit Dialogbereitschaft verbunden. Lassen Sie mich zum Schluss auf den Wappenspruch der NATO verweisen: Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. So steht es im Wappenspruch der NATO. Diese Freiheit unseres Landes
und unseres nordatlantischen Bündnisses wollen wir unter allen Umständen beibehalten und notfalls auch verteidigen. Wenn sich die Linke in einer ruhigen Minute einmal vertieft Gedanken darüber macht, dann wird sie erkennen, wie richtig das ist. Bis zur Diskussion im Verteidigungsausschuss haben Sie dazu genügend Zeit. Ich danke Ihnen. Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort dem Kollegen Neu.